Apple hat in dieser Woche neue iPad Pro Tablet-Rechner vorgestellt und modernisiert sein Einsteiger-Notebook, das MacBook Air. Dieses Gerät bekommt jetzt einen neuen Prozessor der aktuellen 10. Generation. Auch die Tastatur ist neu. Die Butterfly-Keyboards gehören der Vergangenheit an. Die Pfeiltasten sind neu angeordnet. Und hier oben der Einschalter hat ebenfalls eine Neuheit, nämlich einen biometrischen Fingerabdruckscanner, der nach den ersten Experimenten bei uns sehr gut funktioniert. Mit gleich 3 Mikrofonen sollen FaceTime-Telefonate gut klingen und man kann natürlich auch Audioaufzeichnungen in hoher Qualität vornehmen. Das Display löst mit 2560 x 1600 Pixel über eine Diagonale von 13,3 Zoll auf. Mit einem Gewicht von 1,3 Kilogramm gehört der MacBook Air allerdings nicht zu den leichtesten seiner Art. In der günstigsten Modellvariante kostet das Notebook 1200 Euro. Dann kommt ein Core i3 zum Einsatz, 8 GB RAM und eine 256 GB SSD. Mit Core i5 Prozessor und einer 512 GB SSD liegt man bei 1500 Euro. Ein Core i7 Prozessor ist ebenfalls erhältlich gegen Aufpreis und der Arbeitsspeicher lässt sich mit bis zu 16 GB bestücken. Erstmals ist das MacBook Air auch mit bis zu 2 Terabyte SSD Speicher erhältlich und erstmals lassen sich über diese beiden Thunderbolt 3 Anschlüsse sogar 6K Monitore als Ausgabegerät verwenden.